Moin Leute und herzlich willkommen auf Apokalypse. Heute mit einem neuen Video von mir, dem Tim. Und zwar wird es heute um Emergency 4 mit der Wegberg-Modifikation in der Version 6.5.5 gehen. Genau. Kurz was zum Spiel. Es ist ein Strategie-Simulationsspiel, wie auch immer. Emergency dürfte einigen was sagen, gerade jetzt, wo die neuen Teile rausgekommen sind. Emergency 4 ist schon älter, aber es ist einfach, soweit ich das mitbekommen habe, ich kenne mich ja nicht aus, noch am besten Mod war. Deswegen gibt es hier einfach auch sehr viele Mods. Und die Wegberg-Mod ist eine Modifikation, in der man die Steuerung einem kompletten Löschzug der Feuerwehr übernimmt. Hier der Feuerwehr Wegberg. Und ich entschuldige mich für mein Handy. Ich bin wirklich zu unfähig und wir warten jetzt hier auf unseren ersten Einsatz. Und dann geht's auch schon los. So, und jetzt haben wir hier auch schon die Meldung, Feuer 1 brennt Mülleimer. Wir sehen jetzt hier, jetzt wurden Menschen von uns alarmiert und jetzt können wir uns hier, das hier ist der Einsatzleiter, jetzt können wir uns hier umziehen. Und wie gesagt, ich bin selber in der Feuerwehr, deswegen kenne ich mich hier, ich würde mal sagen, einigermaßen aus. Haben wir es auch gerade gehört, brennt ein Mülleimer. Man denkt jetzt nur, ein Mülleimer ist nichts Dramatisches, aber es ist trotz allem immer Eile geboten, weil sich so ein Feuer eben durchaus sehr rasant ausbreiten kann. Und wir wollen natürlich nicht, dass es zu vermeidbarem Schaden kommt. Sowas muss nicht sein, genau. So, wir machen jetzt hier erstmal die Tore auf von unserem Auto hier. Das hier ist der Einsatzleitwagen. Da geht eben der Einsatzleiter rein. Meistens noch mit einem Kollegen von ihm und mit noch zwei Personen, aber das mache ich nicht. Ich lasse ihn immer alleine ausrücken, damit wir eben mehr Kräfte für die Löschfahrzeuge haben. So, jetzt machen wir das hier alles an, fahren dann los. Und dann geht die Fahrt hier auch los. Jetzt haben wir hier gerade 3 gedrückt, das heißt Einsatz übernommen. Und der fährt jetzt alleine zum Einsatzort. Und wir können hier unsere anderen Menschen auf das Löschgruppenfahrzeug zuweisen. Das ist das hier. Da passen eben 9 Leute rein, die sich dann um die Brandbekämpfung kümmern. So. Und das dürfte eigentlich ziemlich genau auf die 9 hinauslaufen. Ich denke nicht, dass wir sehr viel Überschuss haben. Und man muss eben immer entscheiden, wie viel man wirklich ausrücken lässt. Man darf auch nicht zu viel ausrücken lassen, wenn man jetzt alles hätte, weil es kann ja sein, dass noch was anderes passiert. Also in der Mod jetzt nicht, aber in echt. Und dann fehlt da natürlich die Kapazität für die weiteren Einsatzmittel, genau. Wir sind jetzt hier 6 Leute sind drin. Das heißt, wir nehmen noch ihn mit, ihn und ihn. Und dann werden wir danach auch sofort ausrücken. Genau. Und natürlich, das Spiel, das ist nicht jedermanns Sache. Das muss man ja mehr oder weniger mögen. Aber mich fasziniert, also was heißt fasziniert? Ich finde es einfach zum ersten erstaunlich, was die Modder dafür eine Arbeit geleistet haben. Zum anderen finde ich es aber auch wirklich, also finde ich auch Emergency 4 als Grundspiel gut. Also finde ich wirklich ein tolles Spiel. Macht mir persönlich sehr Laune, ab und zu mal hier das ein oder andere Ründchen zu spielen. Und auch hier können wir jetzt den Funkstatus 3 drücken. Einsatz übernommen, dann fahren wir hier schon mal in den Hof. Machen hier die ganzen Geschichten an. Und fahren dann hier auch los zu dem Einsatzort. Und wir hören hier auch immer die Funksprüche, die sind eben von dem gesamten Kreis hier. Ja, manchmal fahren die etwas seltsam hin und. Hallo, Dankeschön. So, jetzt können wir hier die Map wechseln. Ich hoffe, die Aufnahme bleibt vorhanden gleich. Aber komm, bitte fahr zu. Danke. Ich hoffe aber, dass die Aufnahme da bleibt. So, und da sind wir wieder zurück hier in Emergency 4, jetzt auf der Map. Und wir sehen hier wirklich schon den Mülleimer, der brennt. Und das ist gefährlich, Leute, weil hier hinten ist eine Hecke. Hier sind noch weitere Mülleimer. Gut, der Glascontainer wird vermutlich nicht anfangen zu brennen, aber hier ist jetzt wirklich Eile geboten. Wir werden jetzt hier unseren Einsatzleitwagen hinstellen und drücken hier die 5. So, parken den mal auf die eine Seite, machen hier den Warnblinker rein. Und noch die 4, dass wir am Einsatz dort angekommen sind. Die 5 sagt eben, dass wir einen Sprechwunsch haben, genau. Wir warten jetzt noch auf unser Löschfahrzeug. Und in dem Fall, jetzt kommt sie auch, ihr hört's. Und jetzt können wir hier eben auswählen. Erste Lagemeldung Feuer. Machen wir jetzt hier brennt Mülleimer. Moment, haben wir es hier. Brennt Müllcontainer. Erste Lage, Mülltonnenbrand.
So, und da kommt auch schon unser Löschfahrzeug angedüst. Dann können wir hier mal den Einsatz aussteigen lassen. Den erkennen wir auch an seiner Einsatz, an seiner weißen Weste. Den können wir jetzt mal hierher schicken. Und hier das Löschgruppenfahrzeug werden wir hier reinstellen. Komm, und du beeilst dich bitte ein bisschen. So, ich verstehe das immer nicht, was die Menschen hier alle wollen. So, aber dann kann er hier nämlich mal sich hinstellen, dass da keiner mehr rein... Ach so, natürlich. So, mach du hier dicht. So, jetzt hier den Status 5. Ich werde jetzt ein bisschen, 4, Entschuldigung, ein bisschen kommentieren, was ich mache. Ich lasse jetzt mal die ganze Mannschaft aussteigen. Das hier ist der Maschinist, der macht mir mal die Fächer auf. Und das hier ist der Angriffstrupp. Die nehmen sich jetzt beide mal... Wir gehen jetzt hier mit 2 Schläuchen vor, damit es einfach schneller ausgeht. Dann nehmen wir hier noch einen Verteiler. So, der Maschinist kann die Pumpe starten. Der Verteiler, wenn man ihn mal mir geben würde, bitte. Den setzen wir einfach hier hin. Dann hat noch jemand einen Schlauch dabei. Ah, oh, das wollte ich nicht. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Das war nämlich der Angriffstrupp. Der kommt hier hin, der Schlauch. Und dann kann sich nochmal jemand ein Standrohr nehmen, damit wir auch genügend Wasser haben. Und der Angriffstrupp kann jetzt hier mit der Brandbekämpfung beginnen. Ich hoffe, es geht einigermaßen vom Ton. Wenn nicht, tut mir es leid, aber es ist gerade die erste Aufnahme. Ich habe noch keine Testaufnahme gemacht, aber ich denke, es müsste eigentlich gehen. Jetzt haben wir hier zum Beispiel einen Hydrant. Und dann kann sich einer gerade noch mal Pylonen schnappen. Und der andere, der den Schlauch in der Hand hat, du bist der Gruppenführer, du hast keinen Schlauch in der Hand. Der hier hat einen Schlauch, genau, der kann ihn hier gerade mal anschließen. Und er kann dann mal hier die Straße zumachen. Aber wir sehen jetzt hier unser Angriffstrupp. Der löscht jetzt hier auch schon sehr schön die Sachen. Was heißt die Sachen, die die Böschung, genau, danke. So, der darf noch durchfahren von mir aus. Und dann machen wir hier aber zu. So, und dann machen wir noch eine Pylone hier hin. Oder da könnten wir auch mehr hin machen. Na, das ist eigentlich egal. Dann kann nämlich der hier wieder rein, da vorhin in sein Auto gehen. Und die stellen wir dann eben noch hier hin, diese Spur. Oder mal für die Leute. Und jetzt sehen wir hier, die löschen wirklich jetzt, was das Zeug hält. Aber es breitet sich aus. Es breitet sich hinten auf die Büsche aus. Das heißt, wir müssen mal einen unbedingt davor schicken, der hier den nächsten Busch kühlt. Und dann werde ich hier vielleicht sogar überlegen, ob ich nochmal ein Fahrzeug nachalarmieren werde. Zur Sicherheit, ja. Und das werde ich jetzt auch machen. Der Einsatzleiter wird hier also jetzt einsteigen. Dann machen wir hier die 5. So. Kann er gerade mal umparken, dass hier die Straße blockiert ist. Ja, genau, so stelle ich mir das vor. So, jetzt haben wir es hier. Und jetzt sagen wir hier weitere Lagemeldung. Okay, sagen wir nicht, weil wir dann keine Kräfte nachholen können. Oh, ich habe kein Wasser mehr. Ich mache jetzt hier ganz schnell die Nachalarmierung. Ein Löschfahrzeug mit Sonderrechten alarmieren. Habe ich hier ganz vergessen, den Schlauch anzuschließen. Beeil dich bitte ein bisschen. So, dann kannst du hier noch... Okay, der kann jetzt die Pylone nicht setzen, das ist ärgerlich. Dann bleibt er eben hier stehen. Ganz einfach. So, hier ist wieder Wasser vorhanden. Sehr gut. Das ist toll. So. Und ich bin mir gerade ehrlich gesagt nicht sicher, ob jetzt diese Nachalarmierung nötig war. Aber ich möchte eben auf Nummer sicher gehen, dass mir hier nicht die ganze Siedlung anfängt zu brennen. Also da möchte ich wirklich jedes Risiko ausschließen. Und dann kann hier gerade nochmal jemand Pylonen holen. Also wie gesagt, ich mache das jetzt hier nicht. Ich müsste ja normalerweise die Leute weg und alles, aber ich mache das hier jetzt nicht aufs Allergenaueste. So, machen wir hier gerade noch zu. Und dann können wir auch mal schauen, dass er hier sich umzieht. Dass er sich mit einer Abschussflasche ausrüstet. Die wir dann gleich, dass wir ihn dann gleich noch hier in den Löschangriff schicken können. So, hier kommen mal die Pylonen hin.
Und dann hier auch noch zwei, bitte. Und dann passt es eigentlich schon ganz gut. Ja, jetzt wo ich das gerade sehe, die schaffen es eigentlich zu zweit, ja. Beziehungsweise wir schaffen es eigentlich mit unserem Wagen hier. Aber wie gesagt, wenn man dann vor Ort ist, lieber ein zu viel, als es so versuchen und dann klappt es nicht, das ist dann auch wieder nichts. Also deswegen gehe ich lieber auf Nummer sicher. Und dann ist es nämlich besser, als wenn wir jetzt hier versuchen, mit denen zu löschen, die es nicht schaffen und das dann komplett in die Hose geht. Zumindest mal auf einen echten Einsatz übertragen. So. Ja, tolle Löschanimation. So, das müsste so eigentlich erstmal sehr gut funktionieren. Echt dürfte ich ihn jetzt auch nicht hinschicken ohne Abendschutz, aber wir machen es jetzt einfach mal, damit hier die Personen mal wegkommen, weil die gehen mir hier gerade ziemlich auf die Nerven. Und ihr seht hier, es breitet sich wirklich aus nach hinten. Das heißt, es ist wirklich gut gewesen, dass wir nachalarmiert haben, weil wir dann gleich nochmal, je nachdem wie schnell das Fahrzeug kommt, mit einem zusätzlichen Verteiler arbeiten können, den wir dann vielleicht hier hinten platzieren oder ähnliches, um wirklich dafür zu sorgen, dass das Feuer noch schneller gelöscht wird. So, jetzt haben wir hier vorne die beiden. Okay, sehr gut. Du bist ja mal ein Stück weg. Die beiden können hier mal sich auf eins konzentrieren, dass es schneller ausgeht. Und da wird jetzt auch unser zweites Hilfeleistungslöschfahrzeug. Genau, Entschuldigung, Leute, es war ein Hilfeleistungslöschfahrzeug, kein Löschgruppenfahrzeug. So, Leute, es tut mir leid, die Aufnahme ist gerade eben abgestürzt. Was ich gesagt habe, wir haben jetzt hier noch ein Hilfeleistungslöschfahrzeug. Genau wie dieses hier. Dass wir jetzt hier noch von hinten mit einem Verteiler angreifen lassen. Das heißt, hier wieder den Status 4, obwohl jetzt überlege ich halt, ob wir es überhaupt noch aufbauen müssen. Wenn es hier schon so weit fortgeschritten ist, eigentlich wird es nicht mehr nötig sein, nehme ich an. Ich denke, das ist nicht mehr nötig. Dann können wir jetzt hier gerade nochmal die 5 anwählen. Den Sprechwunsch. Okay, dann lassen wir ihn aber hier mal noch kurz da. Nur um sicher zu gehen, dass da wirklich nichts passiert. Wobei wir können eigentlich. Ja, es breitet sich nach hinten aus. Also weitere Lagemeldung. Wir haben eigentlich jetzt das Feuer unter Gewalt, würde ich behaupten. Und dann setzen wir jetzt aber trotzdem noch einen Verteiler, um eben da hinten nochmal abzulöschen. Ja, doch nicht mehr. Okay, wir brauchen es nicht mehr, wir brauchen es nicht mehr. Wir haben jetzt alles geschafft. Tut mir leid, Kameraden. Von dem anderen Löschzug, ihr könnt wieder einpacken. Das war jetzt gerade ein bisschen unnötig. Aber wie gesagt, lieber ein Auto zu viel vor Ort als ein Auto zu wenig. So, und jetzt ist hier auch wirklich alles gelöscht. Wir sehen es hier. Alle Aufgaben abgearbeitet, eins ist abgeschlossen. Das heißt, wir können hier den Maschinen schon mal wieder die Gerätefächer schließen lassen. Die Abendschutzgeräteträger können sich umziehen. Jetzt macht er sie, glaube ich, zuerst auf, oder? Nee, er macht sie zu. Er macht sie auf, ich weiß es nicht. Und dann können hier schon mal alle anfangen aufzuräumen. Dann machen wir hier nochmal den Sprechwunsch. So, dann können die hier auch aufräumen. Und Leute, bitte hatet mich jetzt nicht, wenn nicht alles zu 100% korrekt war. Aber noch bin ich nicht aktiv in der Feuerwehr. So, jetzt machen wir die Einsatzabschlussmeldung. Brandeinsatzfeuer gelöscht. Gehört. Hier sind wir jetzt soweit fertig. Dann können wir jetzt hier auch schon wieder alle einsteigen lassen von der anderen Abteilung. So. Alle rein. Und dann hier den Status 1. Frei auf Funk. Und dann könnten wir gleich das Fahrzeug wieder einrücken. Oh, jetzt ist der Geräteraum noch offen. In dem Fall darf der Maschinist nochmal. Oh, jetzt muss ich einen Moment. So, jetzt darf der Maschinist nochmal aussteigen und gerade noch die Gerätefächer schließen.
Dann können wir hier schon mal die Kameraden alles aufräumen lassen. Ihr könnt euch schon mal wieder normal anziehen. Dann kann jemand hier den Schlauch entfernen. So. Und hier müsste gleich alles fertig sein. Genau, perfekt. Dann wird der Schlauch hier hinten bitte entfernt. Der Schlauch wird hier entfernt. Nimmt doch jemand den Verteiler mit. So, dann kannst du jetzt einsteigen. Funkstatus frei, 1, frei auf Funk. Und parken. Jetzt fährt er wieder zur Wehr zurück. Und die anderen räumen hier gerade noch die Geschichten auf. Dann kann er hier gerade noch anfangen, hier hinten alles wieder soweit. Und dann fährt er mir hier zuerst gerade hin, dass die Straße einigermaßen frei ist, und dann kann er hier hinten beginnen, die Straße aufzumachen. Er packt hier alles weg. So, die können wir schon mal einsteigen lassen, die eigentlich nicht mehr zu tun haben. Und dann kann hier gerade noch jemand die restlichen Pylonen einsammeln. Perfekt. So, du sammelst hier mir hier bitte alles ein. So, und diese hier auch noch. Und diese hier auch noch. Bitte nicht gleich überfahren, ja? Dankeschön. Packen wir die weg. Er fängt hier oben an. Wunderbar. Dann können wir gerade mal noch jetzt, das ist ja eigentlich wieder alles soweit sicher. Das heißt, wir können gerade mal hier vorne am Gehweg parken, damit hier der Verkehr wieder fließt. So, wunderbar. Dann kann er die Pumpe schon mal ausschalten. Macht er gerade, dann könnt ihr schon wieder einsteigen, Kameraden. So, er macht mir hier gerade noch fertig, bitte. Der Traktor muss sich noch kurz gedulden. So, dieses hier und auch die zwei Pylonen. Wir sehen, das Feuer ist komplett gelöscht. Wunderbar. Jetzt weiß ich gerade nur nicht, von wo die Pylonen waren, von dem HLF oder von dem ELW. Aber das werden wir vermutlich gleich sehen, wo er sie einlädt. Sie waren vom HLF. Wunderbar. Das heißt, wir können hier eigentlich schon wieder frei auf Funk reinmachen und schon mal ein Sondersignal deaktivieren. Warnblinker. Wenn er es versorgt hat, kann er noch die Gerätefächer schließen. So, wunderbar. Dann steigst du ein. Dann haben wir gerade das Auto noch fertig. Und in diesem Fall, ja, wir haben nichts vergessen. Perfekt. So, dann darf er noch einsteigen. Dann machen wir hier noch die 1 Sondersignal aus und parken. Dann parkt er auch. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen bei diesem Video von Emergency 4 mit der Wegwerkmodifikation. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir Bescheid sagen, wenn ihr nochmal ein Video sehen wollt von einem Einsatz. Und in dem Fall bin ich raus, Leute. Ciao.